Gute, meine Lieben, herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin wie immer der Pirmin. Schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, konntet die Sonne vielleicht so ein bisschen genießen. Und wenn ihr es eh noch nicht gemacht habt, schaut euch gerne die neueste Folge Inside Coin von Freitag an. Kommen wir zu den Themen von heute. Marvel's Midnight Suns kommt ohne spielrelevante Mikrotransaktionen. Horizon Forbidden West erhält jetzt doch ein gratis PS5-Update. Alan Wake Remastered, vermeintliches Release-Datum entdeckt und Golf Club Wasteland ist erfolgreich gestartet. Wenn ihr auch in Zukunft kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Seit letzter Woche wissen wir, dass sich Marvel's Midnight Suns doch recht deutlich von XCOM unterscheiden wird. Firaxis setzt für seine rundenbasierte Kämpfe dabei nämlich auf ein Kartensystem. Beim Thema Karten schrillen bei manchen natürlich direkt die Alarmglocken und da hatten sich schon einige Fans Sorgen gemacht. Denn so sind die kleinen Freunde doch prädestiniert für etwaige Mikrotransaktionen. Doch keine Sorge, wie der Entwickler nun kurzerhand auf Twitter mitteilte, wird es keine spielrelevanten Mikrotransaktionen oder Lootboxen geben. Ihr werdet zwar verschiedene kosmetische Items kaufen können, um zum Beispiel das Aussehen eures Helden zu verändern, allerdings keine spielrelevanten. Der Release ist für den März 2022 geplant. Guerrilla Games hat erst kürzlich 5 Editionen für Horizon Forbidden West präsentiert. Viele Spieler, die dabei das Spiel erstmal für die PS4 vorbestellen wollten, schauten dabei ein wenig blöd aus der Wäsche. Der Haken an der Sache? Es gibt kein kostenloses PS5-Upgrade für PS4-Versionen. Wer von beiden Versionen profitieren wollte, musste die teurere Variante für 90 Euro kaufen. Sony rudert jetzt allerdings zurück und versprach, dass die PlayStation 4-Version von Horizon Forbidden West doch ein kostenloses PS5-Upgrade bekommt. In Zukunft sollen kommende Cross-Gen-Titel allerdings nur für einen Aufpreis von 10 Dollar bzw. dann wahrscheinlich auch Euro den Patch bekommen. Bei Remedy Entertainment befinden sich seit längerem 2 unbekannte Projekte in Arbeit. Bei einem ist man sich recht sicher, dass es sich dabei um Alan Wake 2 handelt, beim anderen anscheinend um ein Remaster. Wie ein Leak nun nahelegt, soll es sich beim zweiten Projekt um ein Remaster zum 2010 erschienenen ersten Teil Alan Wake handeln. Ein Twitter-User bezog sich dabei auf eine taiwanesische Händler-Website. Dort wurde das Remaster übrigens direkt auch für den 5. Oktober 2021 für PS4 und 5 und Xbox One und Series angekündigt. Komplett überraschend kommen die Meldungen aber auch nicht. So wurden im Juli auch schon in der Datenbank des Epic Game Stores Infos dazu gefunden. Und zum Abschluss gibt es noch ein kleines nettes neues Spiel. Golf Club Wasteland ist seit wenigen Tagen erhältlich für den PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Das Spiel von Untold Tales und Demagog Studio kommt bis jetzt auch gut an. 94% positive Reviews auf Steam sind wohl eine gute erste Referenz. Wie es der Name schon nahelegt, dreht sich dabei alles um Golf. Ihr dürft in dem 2D-Titel euren Schläger schwingen und euren Ball quer durch eine postapokalyptische Welt treiben. Mit dabei sind verschiedene Bahnen rund um die Welt, ein sympathischer Radio-DJ, der vom Mars sendet, und kostenlos der digitale Soundtrack sowie eine 55-seitige Graphic Novel on top. Das war's wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Wie eingangs schon gesagt, wenn ihr es nicht gemacht habt, schaut euch gerne die neueste Folge Inside Coin an. Dann hoffe ich, hattet ihr einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder, wie immer um 19 Uhr. Bis dahin, macht es gut. Ciao.